Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und ich habe ein paar Feststellungen gemacht. Zum einen haben wir hier zwei Mädchen. Es ist also schwierig, die dazu zu bewegen, ein befruchtetes Ei zu legen. Weil ich dachte mir, ich kann die ja schon mal Eier legen lassen. Die haben ein Ei gelegt und die legen keine Eier. Sondern sie ist jetzt trächtig. Und das noch 25 Minuten lang. Deswegen ist hier dieses Dings drumherum gebaut, damit das Kleine nicht vom Felsen kullert. Und die Nanny, ich habe jetzt hier schon mal geguckt. Ach nee, die baue ich hier. Die braucht menschliches Haar, was das Ganze etwas gruselig macht, aber okay. Dazu habe ich mir jetzt hier schon mal diese Schere gebaut, aber ich weiß nicht mehr genau. Ah. Ah, okay. Ich glaube, es ist die einzigste, die ich habe. Genau. Machen wir doch mal hier wallendes Haar. Färbung. Genau, das heißt, die schneidet ja dann trotzdem Haare ab, ne? Ja. Ja, die wachsen ja dann auch. Also die bleiben ja dann nicht einfach stehen, oder? Machen wir mal volles Haar. So Farbe können wir doch nicht annehmen. 20 mal menschliches Haar. Das reicht natürlich nicht. Mistikack. Das heißt, ich hätte müssen zweimal schon mir die Haare abschneiden. So, jetzt können wir das, glaube ich, ausmachen. Das ist ja doof. Und jetzt habe ich wieder eine Glatze. Okay, dann müssen wir warten, bis es wieder gewachsen ist. Ja. Und dann nutzen wir die Zeit. Achso, ich muss mir, glaube ich, einen Wecker stellen. Das waren jetzt hier 25, dass die Kleine verhungern. Das wäre übel. 23 Minuten. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich stelle mir jetzt einen Timer, 23 Minuten, auf. Müssen ja auch noch zurückfliegen, im schlimmsten Fall. Fünfzehn Minuten. Ja. Und in der Zeit würde ich jetzt mir hier so eine Eule schnappen. Die braucht Fleisch. Und nochmal nach Eiern gucken. Nach den Deinonychus-Eiern. Auch so mal gucken, wie man mit der umgeht. Ich weiß, sie kann einiges. Sie kann heilen und gleiten vor allen Dingen. So, Gertrude. Dann nehme ich jetzt tatsächlich mal nichts mit. Außer den Darts. Und dann fliegen wir mal los. Und das war. Ah ja, ist eine ganze Ecke. Naja, schauen wir mal. Ach so, weil die Zivil. Ah, so war das. Okay. Wie viel Schaden machst du so? Okay. Das ist doch was. Guck mal hier. Und ihr wollt nicht? So, und jetzt noch welche da, die ich einladen kann. Okay.
echt viele. So. Was ist ein Dodo? Kriegst mal vor allem was. Ach was, war das schon gesehen? Nee. Trikes. Ein Kanu. Boah, was ist das hier? Geh du mir mal nicht hinterher, ich will mir das mal angucken hier. Das ist ja mal abgefahren. Das kenne ich nicht oder ich erinnere mich nicht dran. Hier ist sogar eine Tür. Für die. Das ist ja abgefahren hier. Nee. Ach, ist nur eine Showtür. Aber cool. Was ist denn hier? Ist da eine Höhle dahinter oder ist es? Bräuchte wenigstens eine Fackel. Was brauchen wir für eine Fackel? Feuerstein, Holzstein. Mal gucken. Mal reinschauen. Mal hier. Mal Feuerstein und Stein. Toll, jetzt sind wir hier. Noch eine Rune. Ist die Frage, ob man hier tatsächlich bauen kann. Das ist ja der Hammer. So, geht das nicht irgendwie? Muss ich den da abnehmen? Mhm.
ja abgedreht. Hier ist es genauso. Da geht's in die Höhle. Da drin sind auch noch Mauern. Was ist das hier? Da ist eine Schlange. Okay, ist Viehzeug drin. Hey Eule, komm, wir gehen. Interessant, interessant, interessant. Chlor, nehmen wir die Rune hier auch noch mit. Und dann zwischen mal weiter. Mega cool. Nimm's ein Hem. Auch nicht, wa? Wie den Kanu da gesehen? Der hängt jetzt immer noch da fest. Nee. Scheiße. Oh oh. Fuck, 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 fuck. Wehrt die sich? Warum bin ich denn abgestiegen? Ich muss hier raus. Komm mal zu mir. Nicht darunter, da sind Piranhas. Hä? Ach, weil ich über dem Wasser bin. Ach, Mäuschen. Yes. Okay, also. Komm du mal her hier. Komm mal zu mir. Lass die in Ruhe. Die essen jetzt unseren Kanu auf. So ist das eben. Manchmal. So. Warte mal, wie war denn das? So war das mit dem Heilen. Okay.
Aber die heilt sich selbst nicht so. Also nochmal, wir wollen nach Hause. Warum wollen wir nach Hause? Ach so, wegen dem... wegen dem Döden. Sudele. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Wir haben keine Eier mitgebracht, weil wir uns haben ablenken lassen. Von einer Ruine. Ja. Entschuldigung. So. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Noch 3,5 Minuten. Das ist ja schön lange, wa? Schöne Haare gewachsen? Nee. Was wird denn der fressen wollen? Möhrchen? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Okay, von alles. Schnell! Gleich ist soweit. Kleines Baby. Wo ist es? Wo ist er? Unter dem Kackihaufen, Mann. Unglaublich. Hallo. Oh. Du bist ja putzig. Höhe 90. Du bist der coolste auf der Welt. Guck mal. Ach so. Ist nicht so viel Platz. Ich habe leider noch keinen Nanny für dich. Ich lasse deine Mama hier. Wie klingt das? Klingt gut, oder? Aber bitte nicht in die, in die Fundamente glitschen. Ganz der Papa, hä? Ist eigentlich nur ein Mädchen. Ein Junge. Damien. Ja. Ist das okay für dich? Mach mal aus dem Käse hier. Hallo. Du bist so goldig. Okay. So. Da noch zu was zu essen drin. Hier, nimm das mal alles. Okay, mehr geht nicht. Aber jetzt dürft ihr nicht mehr verhungern. Du, meine kleine Maus, bist auf jeden Fall... Achso, das passt. Passiv. Ja. So. Dann haben wir das. Bei dem ist es nicht so schlimm, wenn der nicht geprägt wird. Der wird nicht kämpfen. Ach, was mache ich denn? So. Sehr schön. Echt viel Zement. Wieso macht er denn manchmal keine Stacks? So. Okay, dann kannst du jetzt wachsen und wir gehen jetzt nochmal nach den Eiern gucken. Moin.
Sind einige. Oje. Ich höre Fußgetrappel. Okay. Wo ist er denn? Die beschützen den. Da liegt er. Schnarcht. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Hammel mitgebracht. Ein Mädchen, du bist nicht das weiße Mädchen, ne? Wenn schon so klein, dann würde ich die weiße Maus mitnehmen wollen. Bist du unbedingt, gell? Komm, Schätzlein, isst man noch einen Happen? Das war ein Mann, gell? Dimitri. Hi. Du bist der coolste von der Welt. Ja. Okay, steck das weg. Steck das weg. Setz dich drauf, jawohl. Und wir müssen darunter. Nehmen wir die Fackel mal mit. Ich hole euch wieder dazu, wenn es hell wird. Pack jetzt nichts mehr ein. Das hier, alles. Da ist ein Nest mit einem Ei drin. Hier ist sonst keiner. Nimm, steck auf. Und haben wir diesmal mehr Glück? Die wollen mich nur für Scheiß sagen. Level 15. Nur ein einziges Ei, Level 15. Vorrang. Ach, Manu. Ach, hier sind wir wieder. Der schwimmt ein Rex.
Okay. Wo ist denn der Saber hin und wo ist denn der Dibi hin? Der Saber ist da. Ist die Rex da verschwunden? Habt ihr das gesehen? Der ist da reingelaufen. Da ist ein Hohlraum. Krass. Mein Gott, ich bin immer noch geflasht und arg, total. Die Map ist echt speziell und dieser Platz wird immer interessanter. Zwei Griffin sind es. Lass uns mal verschwinden. Oh, die würden da wahrscheinlich immer wieder spawnen, hä? Sind die jetzt da rübergeflogen zu dem Rex? Habt ihr das gesehen? Was ist denn nur da drin? Jetzt sind die da alle drin verschwunden. Nee, oder? Ist denn da ja nichts? Sind jetzt alle da drin? Das ist ja spannend. Wo geht's denn da hin? Und können wir uns denn hier jetzt mal umschauen? Das ist ja verrückt. Das ist ja mega verrückt. Die sind alle da rein. Der Rex und die Griffins. Weg sind sie. Die Erde hat sie verschlungen. Ja, den Eiswürfel, so denn nur? Ist das so ein Sturm? Hä, ich check's nicht. Minus 8 Grad. Scheiße. Oh fuck. Wo ist denn? Wo ist die Scheißeule? Da. Nee. Nee. Mikoraptoren, ich sag's ja. Drecksviecher. Ist das jetzt? Kommt jetzt hier echt so ein Sturm? Sind die deswegen alle da rein? Geht nicht weg, die Kälte. Shit, Frau Schmidt, dann müssen wir nach Hause, oder? Ist tot hier unten. Oh, ist das ärgerlich. Wieso ist denn jetzt hier so kalt? Ja, ich weiß, wie du frierst. Die Fackel hilft überhaupt nicht. Oh Gott, ich erfriere. Ach doch, warte mal, nimm mal die Fackel raus. Ich habe nur noch das halbe Leben.
4. Was ist hier los? Wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause. Es ist warm. Hatte jetzt echt Glück mit diesem scheiß Mikroraptor, dass ich nicht tiefer gefallen bin. Er wäre echt tot gewesen. Beschäftigt. Sind die echt so dumm? Dreißig. Na endlich. Tja, na, wenn ihr euch ineinander verknotet, dann passiert sowas. 130. Uhuhu. Feine Sache. Das ist so ein Überbau. Jetzt wären wir übermütig. 130. Da hängt ja auch alles irgendwie zusammen, oder? Da liegt auch so ein Ei. Da sind keine mehr übrig von den Deinonychus. Nur noch die Rexe. Die sehen sehr beschäftigt aus. Ein Mädchen. Da ist auch ein Rex wieder. Mein Gott, was hier los ist. Rexe, bis der Arzt kommt. Übermut tut selten gut. Wir fliegen jetzt nach Hause. Wir gucken erst nochmal. Level 20, Level 20. 95. Und 130, das ist doch super. Das ist doch super. Okay. Feine Sache, das. Der ist ein schöner Agi. Mega verrückt das Ganze hier. Die sind hier oben und die Nester sind unter denen. So könnt ihr eure Nester nicht beschützen. Dann kommt so jemand wie ich und mobs die Eier. Was passiert?
Aber jetzt haben wir erstmal. Boah, ja. Von diesen Affenmenschen kriegen wir menschliches Haar, kann das sein? Das würde ich jetzt mal probieren wollen. Aber ich glaube, vorher fliege ich hin. Bring mal die Eier weg. Du jetzt mal. Wir sind immer noch am Essen. Moin. Aber gewachsen ist er. Oh ja, Süße. Sorry. Da frisst er jetzt aber auch aus dem Trog, ne? Ja. So. So, jetzt gucke ich mal, was du für eine Zuwendung möchtest. Und dann beenden wir die Folge. Dann beenden wir die Folge und dann verschieben wir das mit den mit diesen Affenmenschen aufs nächste Mal. So, jetzt bin ich gespannt. Gegrilltes Filet. Ja, 100% geprägt. Okay. Klar. So, dann packen wir euch hier noch in den Kühlschrank. Und ich beende an der Stelle die Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass ich hier kein richtiges Konzept verfolge, aber ich spiele halt Ark, wie ich Ark spiele und ja, und nehme dabei auf. Aber ich, wie gesagt, also ich bleibe ja dann so ein bisschen auch am Ziel dran, auch wenn ich mich hier und da ablenken lasse. Und das nächste Ziel ist diese Nanny. Und das heißt, wir fliegen in der nächsten Folge in den Dschungel und gucken mal, oder besser gesagt in Redwood, und gucken mal, ob diese Affenmenschen Haare geben. 30 Stück bräuchten wir noch. Okay. Also dann, ihr Lieben, lasst euch gut gehen und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Also dann, bis bald. Bye, bye.